In einem abgelegenen und friedlichen Tierschutzgebiet in Australien ging Jabari, ein Löwe von majestätischer Größe, in seinem Gehege im Kreis herum, die Augen leer und den Kopf zum Boden geneigt. Ganz gleich, wie grün das Gras und wie blau der Himmel war, nichts konnte ihm eine Reaktion entlocken. Sein Blick, der einst lebhaft und aufmerksam war, schien nun eine unendliche Traurigkeit zu tragen, die die Leere seiner neuen Realität widerspiegelte. Seit der Trennung von Amina, der Betreuerin, die ihn seit den ersten Tagen seines Lebens begleitet hatte, hatte sich Jabari verändert. Er war nur noch ein Schatten des mächtigen und imposanten Löwen, der er einst gewesen war. Ein Löwe, den alle wegen seiner Präsenz fürchteten und wegen seiner Stärke respektierten. Jetzt war es, als ob alles um ihn herum seinen Glanz verloren hätte. Er zog sich zurück, vermied den Kontakt zu anderen Menschen und war zunehmend abweisend gegenüber seinen neuen Betreuern. »Komm schon, Kleiner«, murmelte einer der neuen Pfleger und hielt einen vorsichtigen Abstand, während er versuchte, Jabari mit einem Stück Fleisch zu locken. Jabari jedoch ignorierte die Geste und ging weg, sondern starrte lieber auf einen festen Punkt am Zaun, als würde er auf etwas warten, das nie kommen würde. In Wirklichkeit wartete Jabari. Er wartete auf Amina, die einzige Person, zu der er wirklich eine tiefe Verbindung aufgebaut hatte. Eine stille Brücke, die von dem Moment an entstanden war, als sie ihn als Jungtier aus der afrikanischen Savanne gerettet hatte. Die Nächte waren am schwersten, wenn der einsame Löwe in der Stille zu trauern schien und Seufzer ausstieß, die in der ruhigen, aber leeren Umgebung widerhallten. Nichts konnte ihre Anwesenheit ersetzen, und je mehr Zeit verging, desto apathischer und distanzierter wurde er. Aminas Abwesenheit war eine offene Wunde für ihn. Jahre zuvor hatte Amina, damals noch eine entschlossene junge Forscherin, mit einer Leidenschaft für die Tierwelt die weiten Savannen Afrikas bereist. Eines kalten, stillen Morgens, als sie das Gebiet einer Löwengruppe durchquerte, die von ihrem Team überwacht wurde, erregte ein schwaches Geräusch ihre Aufmerksamkeit. Sie blieb stehen, hielt den Atem an und folgte dem Geräusch vorsichtig in einen abgelegenen Busch. Dort lag ein verlorenes und unterernährtes Jungtier. Seine großen, verängstigten Augen waren auf sie gerichtet, während es versuchte, sich aufzurichten, wobei sein kleiner Körper zitterte und schwach war. Amina wusste instinktiv, dass es allein war und keine Mutter da war, die es beschützen konnte. Ohne zu zögern, nahm sie das Baby in ihre Arme und versuchte, es mit leisem Gemurmel zu beruhigen, während sie es streichelte. »Beruhige dich, Kleiner, alles wird gut«, flüsterte sie und spürte den zarten Atem des Tieres an ihrem Hals. Diese unerwartete Begegnung sollte den Lauf ihres Lebens verändern. Bald nach der Rettung organisierte sie die Überführung des Löwenjungen in die Auffangstation in Australien, einen sicheren Ort, an dem er eine zweite Chance bekommen sollte. Jeden Tag verfolgte Amina seine Genesung mit Hingabe, verbrachte Stunden an der Seite des Löwenjungen, fütterte ihn, beschützte ihn und gab ihm vor allem Zuneigung und Sicherheit. Sie nannte ihn Jabari, was in ihrer Kultur mutig bedeutet. Ein Wort, das für sie den Geist des Welpen perfekt widerspiegelt. Tag für Tag erholte sich Jabari und gemeinsam bauten sie eine Bindung auf, die über das gemeinsame Verständnis zwischen Mensch und Tier hinausging. Die Augen des kleinen Löwen begannen vor Selbstvertrauen zu leuchten und Amina spürte, wie ihr Stolz jedes Mal wuchs, wenn sie ihn stärker und sicherer sah, immer an ihrer Seite. In den folgenden Jahren wurden die beiden unzertrennlich. Jabari, der inzwischen zu einem stattlichen Löwen herangewachsen war, verbrachte seine Vormittage damit, sie aus der Ferne zu beobachten und folgte ihr mit seinen Augen, wohin sie auch ging. Amina näherte sich ihm, streichelte seine Mähne und flüsterte ihm Worte der Zuneigung zu, die nur er verstand. »Siehst du, mein Junge?«, sagte sie mit einem Lächeln, während sie Jabaris Schnauze berührte. »Wir sind ein Team. Es gibt nichts, wovor du dich fürchten müsstest.« Das Band zwischen ihnen war tief und echt, ein stilles Verständnis, in dem sie beide Trost und Kraft zu finden schienen. Doch dieses starke Band würde bald auf eine Weise auf die Probe gestellt werden, die sich keiner von ihnen hätte vorstellen können. Amina lief eilig durch die Gänge des Schreins und versuchte, die Gefühle, die sie überkamen, zu kontrollieren. An diesem Morgen hatte eine Nachricht vom anderen Ende der Welt ihr Herz erschüttert. Ihre Mutter, die immer ihr sicherer Hafen gewesen war, war schwer krank. Die Botschaft war klar. Sie musste nach Hause, und zwar schnell. Ihre Gedanken kreisten jedoch um Jabari. Wie würde er auf ihre Abwesenheit reagieren? Sie waren noch nie so lange getrennt gewesen. In der Abenddämmerung ging Amina zu Jabaris Grundstück, um sich zu verabschieden.
Als sie sich ihm näherte, bemerkte sie, dass der Löwe bereits auf sie wartete. Er stand am Geländer und schaute sie an, als ob er ahnte, was auf sie zukommen würde. »Jabari«, murmelte Amina, als sie seine dicke Mähne streicheln wollte. »Ich muss gehen, aber...« Ihre Stimme stockte und sie hatte Mühe, weiterzusprechen. »Ich verspreche, dass ich zu dir zurückkomme, okay? Das ist kein Lebewohl.« Jabari knurrte leise, als würde er protestieren. Seine Augen waren ängstlich und unruhig. Er rieb seine Schnauze an Aminas Hand und versuchte zu verstehen, was vor sich ging. Aber irgendetwas war anders an diesem Abend. Irgendetwas lag in der Luft. Eine Spannung, die er nicht entschlüsseln konnte. Er stieß ein tiefes Knurren aus, das durch das Heiligtum hallte, wie eine Bitte um eine Erklärung, die Amina nicht beantworten konnte. »Ich weiß, dass du es spürst, Junge.« »Ich habe auch Angst«, gab Amina zu, während sie ihre Arme um seinen Hals schlang und ihre Augen festschloss. »Ich kann es einfach nicht ignorieren. Ich muss gehen. Aber du bist stark, richtig? Du wirst stark sein, bis ich zurückkomme, Jabari.« Als sie wegging, verfolgten Jabaris Augen jede ihrer Bewegungen und wichen nicht eine Sekunde von ihr ab. Amina spürte den Schmerz bei jedem Schritt. Die Dringlichkeit des Aufbruchs zerrte an ihrem Herzen, aber es gab keine Alternative. Als sie das Tor durchquerte und einen letzten Blick auf ihn warf, sah sie Jabari regungslos dastehen, als warte er darauf, dass sie es sich anders überlegte und an seine Seite zurückkehrte. Als sie wegging, stand Jabari da und beobachtete die Richtung, in die sie ging, bis die Sonne völlig verschwunden war. Er wusste nicht, wie lange er noch warten musste, aber in seinem Kopf und in seinem Herzen wusste er, dass sie zurückkommen würde. In dieser ersten Nacht ohne Amina stand der Löwe still, starr auf das Tor gerichtet, und stieß ein Brüllen aus, das wie ein Wehklagen widerhallte. Er ahnte nicht, dass ihre Rückkehr eine weitaus größere Herausforderung sein würde, als sich einer von ihnen vorstellen konnte. Die Tage vergingen, und Jabari wartete weiterhin am Tor, starr wie eine Statue, mit jeder neuen Morgendämmerung. Doch Amina kehrte nicht zurück, und als die Wochen zu Monaten wurden, begann sich etwas in den Augen des Löwen zu verändern. Seine Energie und sein Elan schienen zu schwinden, als ob ihre Abwesenheit ihm die Kraft raubte. Die neuen Betreuer beobachteten frustriert und besorgt, wie Jabaris Verhalten immer unberechenbarer wurde. Er verweigerte das Futter und ignorierte jeden Versuch der Interaktion, blieb stets distanziert und isoliert in einer Ecke seines Geheges. Ganz gleich, ob man ihm saftiges Fleisch oder neues Spielzeug anbot, Jabari war zwar physisch anwesend, aber sein Geist schien weit weg zu wandern und unermüdlich nach seinem einzigen Freund zu suchen. »Es geht ihm immer schlechter«, murmelte eine der Pflegerinnen, die ihn aus der Ferne beobachtete, mit besorgter Stimme. »Was können wir noch tun? Wir haben schon alles versucht.« »Ich weiß nicht. Vielleicht braucht er etwas anderes. Oder jemanden, dem er wirklich vertraut«, antwortete eine andere Betreuerin und blickte hilflos auf den Löwen, der weiterhin nichts mitbekam. Die Zeit verging und Jabaris Zustand verschlechterte sich zusehends. Er aß nur noch das Nötigste, um am Leben zu bleiben. Sein Körper wurde dünn und sein einst glänzendes Fell verlor seinen Glanz und verblasste zusammen mit seinen Lebensgeistern. Jabari war zu einem Geist seiner selbst geworden und sein aggressives Verhalten machte selbst den erfahrensten Pflegern Angst. Er schien alle Hoffnung verloren zu haben, als wäre Aminas Abwesenheit eine Wunde, die kein anderer Mensch heilen konnte. An einem besonders ruhigen Nachmittag beobachtete der Leiter des Tierheims, ein Mann mit einem von der Zeit abgehärteten Blick, Jabari in seinem verwahrlosten Zustand. Mit schwerer Miene rief er einen der Aufseher zu einem Gespräch unter vier Augen herbei. »Wenn er so weitermacht, weiß ich nicht, wie lange er noch durchhält«, sagte der Direktor und verschränkte besorgt die Arme. »Ein Löwe ohne Kraft ist ein Löwe ohne Leben. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, was wir mit ihm machen wollen. Wollen Sie damit sagen?« Der Aufseher schluckte und zögerte. »Dass wir eine endgültige Maßnahme in Betracht ziehen müssen?« Der Direktor schwieg. Sein Blick war auf Jabari gerichtet, als suche er in der Stille des Raumes nach einer Antwort. Er wollte sich nicht damit abfinden, dass es so weit gekommen war, aber die Verschlechterung des Zustands des Löwen war offensichtlich und schmerzhaft für alle Anwesenden. Aber für Jabari ergab nichts mehr einen Sinn. Seine einzige Freundin, die ihm einen Namen und eine Identität gegeben und ihm Vertrauen geschenkt hatte, war weit weg, und er wusste nicht, wie er ohne sie leben sollte. Ihre Anwesenheit war wie die Luft, die er atmete,
und ohne Amina versank er immer tiefer in einem dunklen Abgrund der Einsamkeit. Monate nach Aminas Weggang erreichte eine unerwartete Nachricht die Auffangstation. Amina kehrte zurück. Die Betreuer, die Jabaris Verfall genau verfolgt hatten, reagierten mit einer Mischung aus Hoffnung und Besorgnis. Sie sahen sich gespannt an und fragten sich, ob dieses Wiedersehen den Löwen retten könnte, den sie langsam dahinschwinden sahen. »Wird er sie noch erkennen?«, fragte einer der Pfleger zögernd. »Es ist schon so lange her. Er lässt uns kaum an sich heran.« »Wenn er nicht auf sie reagiert, weiß ich nicht, was wir noch tun können«, antwortete der Betreuer mit einem schweren Seufzer. »Es ist, als ob er das Leben aufgeben würde.« Die Nachricht von Aminas Rückkehr verbreitete sich in der Auffangstation und schien sogar die Gehege der anderen Tiere zu berühren. Die Umgebung schien an diesem Tag lebendiger zu sein, als ob jedes Blatt, jeder Vogel und sogar der Wind auf ihre Pfleger warteten. Jabari jedoch lag träge da, seine Augen starrten ins Leere, weit entfernt von jedem Zeichen der Hoffnung. Als die Sonne unterzugehen begann, öffnete sich schließlich die Haupttür des Heiligtums und Amina trat ein, begleitet von einer fast ehrfürchtigen Stille. Sie hielt einen Moment inne, betrachtete das Gehege, in dem Jabari stand, und holte tief Luft, als sie die Last der monatelangen Abwesenheit spürte. »Ich bin wieder da, Junge«, murmelte sie zu sich selbst, und ihre Augen wurden feucht, als sie den beklagenswerten Zustand ihres geliebten Löwen sah. Vorsichtig näherte sie sich dem Tor zu Jabaris Gehege. Ihre Schritte waren zögerlich, ihr Herz raste. Die Pfleger schauten schweigend aus der Ferne zu, ängstlich, mit angehaltenem Atem. Einer von ihnen näherte sich Amina und murmelte in besorgtem Ton: »Er ist nicht mehr derselbe, Amina. Er hat praktisch aufgehört zu essen und sich zu unterhalten. Wir befürchten, dass...« Amina hob die Hand, um ihn zu unterbrechen, und nickte mit entschlossenem Blick. »Ich muss es versuchen. Er muss wissen, dass ich hier bin, dass ich ihn nie verlassen habe.« Mit dem Herz auf der Zunge betrat sie den Raum und ging langsam auf ihn zu. Mit jedem Schritt spürte sie, wie die Spannung in der Luft zunahm und ihr Atem beschleunigte sich. Jabari lag still da, unbeweglich, ohne etwas zu bemerken. »Jabari«, rief sie. Ihre Stimme war leise, voller Zuneigung und Schmerz. »Ich bin's, Junge. Ich bin's. Amina.« Der Löwe blieb regungslos, ohne jede Reaktion, als wären seine Kräfte und Hoffnungen völlig erschöpft. Amina ging noch ein paar Schritte näher und rief erneut, diesmal in einem dringlicheren Ton. »Jabari, sieh mich an, bitte. Ich bin es. Ich bin jetzt hier. Ich bin wegen dir zurückgekommen.« In diesem Moment hob Jabari langsam seinen Kopf. Seine undurchsichtigen Augen trafen auf die vertraute Gestalt, aber er schien zu zögern, als ob er seinen Augen nicht trauen konnte. Die Pfleger hielten den Atem an, als der Löwe mit sichtlicher Anstrengung aufstand, wobei jeder Muskel von der angestauten Schwäche zitterte. Er machte ein paar wackelige Schritte auf sie zu, als wäre er sich immer noch nicht sicher, ob das, was er sah, echt war. Schließlich, als er nahe genug war, streckte Amina vorsichtig ihre Hand aus. Jabari blieb stehen, sein Blick beobachtete sie intensiv. Einen langen Moment lang schien alles in der Luft zu hängen, bis er den letzten Schritt tat und seinen Kopf senkte, um ihn sanft auf ihrer Handfläche zu ruhen. Ich wusste, dass du mich nicht aufgegeben hast«, flüsterte Amina unter Tränen, während sie seinen Kopf streichelte. In diesem Moment kehrte die Atmung aller zurück und ein tiefes Gefühl der Erleichterung erfüllte den Raum. Der Löwe, den alle verloren geglaubt hatten, schien sich wiedergefunden zu haben. Und in dieser Berührung fand Jabari etwas, das ihm niemand sonst bieten konnte, die Gewissheit, dass sein Freund zurückgekehrt war, um zu bleiben. Aminas Anwesenheit im Raum bewirkte eine fast sofortige Veränderung in Jabaris Verhalten. Er folgte ihrem Blick und seine Augen leuchteten endlich mit einem neuen Feuer. Amina ihrerseits konnte ihre Gefühle nicht unterdrücken, als sie jedes Detail von Jabaris Gesichtsausdruck beobachtete, der nach Erklärungen für die Monate der Einsamkeit und des Schmerzes zu fragen schien. Als sie sah, wie sehr sich ihr Löwe in ihrer Abwesenheit verändert hatte, kniete Amina vor ihm nieder und sprach in sanftem Ton, fast flehend um Vergebung. »Es tut mir leid, Jabari, ich wollte dich nie verlassen. Ich wusste nicht, dass es so lange dauern würde.« Ihre Stimme brach und sie hob ihre Hand und strich liebevoll über ihre nun verfilzte und glanzlose Mähne. »Aber jetzt bin ich hier und ich gehe nirgendwo hin.« Jabari stieß einen leisen Laut aus,
der einem tiefen Schnurren glich. Er rückte noch näher heran und legte seinen Kopf auf ihre Schulter, und Amina umschlang ihren Hals mit einer festen Umarmung, spürte die Kraft dieses riesigen Tieres und war doch so verletzlich in ihrer Gegenwart. In diesem Augenblick schien es, als ob sich all das Leid verflüchtigte und das Band zwischen ihnen wieder stärker wurde. Die Pfleger sahen sich die Szene schweigend an, einige mit wässrigen Augen, während der Betreuer sich an den Regisseur wandte und fast flüsternd murmelte: »Es ist beeindruckend.« Er erkannte ihre Stimme, als hätte er sie nie vergessen. Der Direktor nickte mit ernstem, aber nun erleichtertem Blick. Es schien, dass er mehr brauchte als Essen oder Pflege. Er brauchte sie. Nach einigen Minuten in dieser stummen Umarmung stand Amina auf und Jabari folgte ihr, obwohl er geschwächt war, mit langsamen, aber festen Schritten, als ob er mit jedem Schritt an ihrer Seite seine Kraft zurückgewinnen würde. Amina schenkte ihm ein ermutigendes Lächeln und flüsterte ihm zu: »Komm schon, Junge. Hier draußen gibt es eine Menge zu sehen.« Sie führte ihn an die Außenseite des Geheges, wo das Gras grüner war und der Himmel in einem intensiven Blau leuchtete. Jabari hob seine Schnauze, roch die frische Luft und schien sich an das Gefühl von Freiheit und Leben zu erinnern, das ihm so lange gefehlt hatte. »Er sieht wie neugeboren aus«, kommentierte einer der Pfleger, als er Jabari mit Amina an seiner Seite über den offenen Platz laufen sah. »Er sieht nicht einmal mehr wie derselbe Löwe aus.« Amina ging neben Jabari und flüsterte ihm Geschichten über die Abenteuer zu, die sie von nun an gemeinsam erleben würden, und versprach ihm im Stillen, dass sie ihn nie wieder verlassen würde. Sie wusste, dass er sie mit Worten nicht verstehen würde, aber sie fühlte, dass jeder Schritt neben ihm das Versprechen bekräftigte, das sie im Stillen gegeben hatte. »Ich bin bei dir, und daran wird sich nichts mehr ändern. Egal was passiert, du wirst immer mein Jabari sein.« Der Löwe schien zu verstehen, denn mit jedem Schritt richtete sich sein Körper auf und seine Augen bekamen einen vertrauensvollen Glanz. Die Verbindung zwischen ihnen, die kurzzeitig verloren gegangen war, war wiederhergestellt und sowohl Tier als auch Mensch wussten, dass sie endlich vollständig waren. Die Wochen vergingen und Jabaris Wiedergeburt überraschte alle. Er erkundete wieder jeden Winkel seines Geheges, als ob er die Welt, die er in Aminas Abwesenheit verlassen hatte, wiederentdecken würde. Sein Körper, der einst abgemagert und schwach war, zeigte nun die Stärke eines echten Löwen. Jeden Morgen wartete er am Tor auf sie, mit einem aufmerksamen Blick und voller Energie. Die Pfleger, die zuvor mit der Traurigkeit und Apathie des Tieres zu kämpfen hatten, bewunderten nun die fast wundersame Verwandlung, der sie beiwohnten. Amina ihrerseits hatte ihre Routine im Tierheim wieder aufgenommen und kümmerte sich mit neuem Eifer um Jabari. Sie unterhielt sich stundenlang mit ihm, erzählte ihm von den Tagen ihrer Abwesenheit und ihren Plänen für die Zukunft. »Ich weiß, dass es schwer war, Junge«, sagte sie eines Morgens, als sie seine Mähne streichelte. »Aber jetzt, wo wir zusammen sind, wird uns nichts mehr trennen. Ich verspreche dir, dass ich dich nie wieder verlassen werde.« Jabari senkte den Kopf, als würde er jedes Wort in sich aufnehmen, und stieß ein tiefes Schnurren aus, eine Geste, die sowohl Trost als auch Hingabe ausdrückte. Amina lächelte, denn sie wusste, dass Jabari, obwohl ihr Versprechen stumm war, sie im Wesentlichen verstand. Aber nicht alles im Heiligtum war in Frieden. In einer stillen Nacht hörte Amina Gerüchte, dass der Leiter des Heiligtums erwog, einige der Tiere aus finanziellen und räumlichen Gründen zu verlegen. Der Gedanke, dass Jabari wieder weggeschickt werden könnte, jagte ihr einen Schauer über den Rücken. Und als sie mit einem der Betreuer darüber sprach, stellte sie fest, dass einige der Pfleger ebenfalls besorgt waren. »Glauben Sie wirklich, dass es ihm gut gehen würde, wenn er wieder von Ihnen getrennt wäre?«, fragte die Betreuerin besorgt. »Was ist, wenn er dieses Mal nicht reagiert? Dieser Löwe hat nur überlebt, weil du zurückgekommen bist. Ich werde nicht zulassen, dass das passiert. Wenn nötig, werde ich alles tun, um ihn hier zu behalten«, sagte Amina entschlossen. »Er ist mehr als nur ein Schutzlöwe. Er ist ein Teil von mir. Sie werden auf mich hören müssen.« In dieser Nacht, als sie Jabari streichelte, bevor sie ging, flüsterte Amina: »Sie verstehen es nicht, Jabari. Für sie bist du nur ein weiterer Löwe. Aber für mich bist du meine Familie. Wir werden zusammen kämpfen, das verspreche ich.« Als ob der Löwe die Dringlichkeit in seiner Stimme erkannt hätte, brüllte er leise und seine Augen leuchteten mit einer wilden Intensität. In diesem Moment wusste Amina, dass sie alles tun würde, um ihn zu beschützen, dass sie mit all ihrer Kraft kämpfen würde, damit Jabari nie wieder Einsamkeit erfahren würde.
Und so wurde in der Stille dieser sternenklaren Nacht, als Amina sich vorübergehend von Jabari verabschiedete, ein gegenseitiges Versprechen zwischen ihnen zementiert. Es war ein Versprechen, das nicht so leicht gebrochen werden konnte und mit dem ein intensiver Kampf beginnen würde, um sicherzustellen, dass das Schicksal des Löwen von diesem Moment an immer in den Händen derjenigen lag, die ihn bedingungslos liebte.